Hey, der Hannes von Werde Musiker hier. Schön, dass du in diesem Video hier dabei bist. In diesem Video möchte ich dir die wichtigsten Tipps für blutige Anfänger zeigen. Bevor wir loslegen, schau in der Videobeschreibung mal nach. Da findest du meinen kostenlosen Crashkurs für Anfänger. Der wird dir noch viele, viele weitere sehr nützliche Tipps zum Thema Gitarrenlernen mit auf den Weg geben. Es gibt direkt Musik, die es zu spielen gibt, Akkorde, Melodien. Ich zeige dir, wie du das Plektrum hältst, wie du die Gitarre am besten hältst. Das ist ein noch grundlegenderer Kursus, den du da vollkommen kostenlos erstmal machen kannst. Mein Crashkurs in der Videobeschreibung, wie gesagt. Und hier kommen jetzt die wichtigsten Tipps für blutige Anfänger. Zuallererst ist das größte Problem, denke ich, der Wechsel von Akkorden. Du warst total motiviert, hast dir deine Gitarre besorgt, egal ob eine elektrische oder akustische, und möchtest einen Song nachspielen. Es ist jetzt auch erstmal egal, ob das Akkorde sind, es können letzten Endes Griffe oder Läufe sein, ganz egal. Aber du hast beim Wechsel Schwierigkeiten, zum Beispiel von einem Akkord auf den nächsten oder zwischen zwei verschiedenen Parts, ganz egal. Es geht mir darum, versuch das Ganze erstmal mit einer Trockenübung zu machen. Was genau bedeutet das jetzt? In diesem ersten Tipp geht es vor allem darum, dass du die linke und die rechte Hand voneinander erstmal abkoppelst. Du musst es vereinfachen. Wenn etwas überhaupt nicht klappt und du das Gefühl hast, du kommst überhaupt nicht vorwärts, mach es einfacher. Das heißt, wenn du zum Beispiel zwischen zwei Akkorden wechseln möchtest, du hast dir total mühsam und total motiviert die Akkorde G-Dur und D-Dur rausgeguckt und weißt eigentlich auch, wo die Finger hin müssen. Aber du merkst, es dauert ewig. Und deswegen ist es natürlich klar, dass der Wechsel nicht so klingt, sondern kann vorkommen. Deswegen Trockenübung. Das heißt, du nimmst den Akkord, greifst ihn und machst, ohne die Gitarre anzuschlagen, den Wechsel der nur dieser beiden Akkorde, egal ob das Lied jetzt drei oder vier Akkorde hat, erstmal nur zwischen zwei Akkorden hin und her wechseln. Und achte darauf, dass sich deine Handhaltung dabei nicht so massiv verändert, dass du irgendwie mit G so anfängst, schon die Hand so total gekrümmt und verkrampft und beim nächsten dann hier kommt der Daumen so hoch. Versuch eine Lage zu finden, die sich bequem anfühlt. Ich weiß, am Anfang kann man da nicht unbedingt mal von bequem sprechen. Das ist gewöhnungsbedürftig. Das ist ganz wichtig. Da aber eine möglichst gerade Haltung zu haben, was dein Handgelenk betrifft. Nicht so extrem abknicken oder so, oder dass der Daumen hier so krass übersteht. So, wenn das grundlegend erstmal safe läuft, dazu auch mehr in meinem Crashkurs, wie gesagt, kannst du zwischen den beiden Akkorden erstmal nur trocken hin und her wechseln. Die Finger müssen einfach sowas von genau wissen, wo sie hinwechseln müssen. Schau dir wirklich Finger für Finger an. Der Mittelfinger muss zwischen G und D-Dur zum Beispiel von der einen Seite zur Seite auf der ganz anderen Seite hinwechseln. Und das ist ziemlich weit. Und das müssen die Finger sich wirklich erstmal gut merken. Das machst du 50, 100, 200 Mal, diesen Wechsel. Beschäftige dich da wirklich mal 5 bis 10 Minuten mit, nur diese Trockenübung zu machen. Zwischendurch natürlich mal kurz gucken, ist der Akkord am Start? Klingen da alle Töne auch? Bei dem anderen auch. Dass deine Haltung grundsätzlich stimmt und dir nicht was antrainierst dann mit dieser Trockenübung, was dann nachher gar nicht richtig funktioniert. Aber ich denke, du verstehst, worum es geht. Bewegungsabläufe müssen wirklich am Anfang richtig gut reingepaukt werden. Und das kannst du natürlich dann vom zweiten Akkord zum dritten und so weiter, was auch immer da los ist. Damit komme ich schon zum zweiten wichtigen Tipp, den ich hier mit auf den Weg geben möchte. Der gilt so ganz grundsätzlich: mach es dir einfacher und mach dir kleine Häppchen, die leicht verdaulich sind. Und das bezieht sich natürlich dann nicht nur auf Akkorde, sondern auf was auch immer. Selbst wenn du innerhalb eines Akkordes Schwierigkeiten hast, guck erstmal Finger für Finger, ob da wirklich jeder Finger auch am Start ist. Bevor du hier mit einem riesen Schlagmuster loslegst, erstmal gucken, G-Dur. Oder klingt das eher so? Dann merkst du, okay, ich
Finger für Finger mal checken, was da überhaupt los ist. Okay, der ist da. Dann der nächste. Dann kann es passieren, dass der Mittelfinger zum Beispiel nicht richtig aufrecht steht und dadurch die Nachbarseite versehentlich abdämpft. Jetzt mein Mittelfinger, ich versuche ihn jetzt gerade hinzustellen. Siehst du das? Ah, da kommt die Seite. Und jetzt hast du das Gefühl, meine Hand platzt. Gott, ich muss die ganze Zeit so fest drücken. Da auch darauf achten, ja, dass die Finger nicht nur richtig stehen, sondern auch der Druck nicht so groß ist, dass du denkst, deine Hand fällt gleich ab. Schau einfach mal, wenn du einen Ton spielst, zum Beispiel diesen hier. Wie viel Druck brauchst du eigentlich wirklich, bevor der Ton dann abstirbt und anfängt zu schnarren? Ist jetzt zu wenig Druck? So, das ist genau richtig, gerade richtig. Und wenn ich jetzt zu viel Druck aufbaue, kannst du vielleicht ganz leicht hören, dass der Ton sogar schief wird. Jetzt lasse ich den Druck mal wieder ab. Zu viel Druck. Normaler Druck. Weil wenn du zu fest drückst, verstimmst du deine Gitarre, weil du hier so einen Druck aufbaust. Und das klingt am Ende dann innerhalb eines Akkordes auch nicht besonders schön. Deswegen einzelne Finger innerhalb eines Akkordes wirklich mal überprüfen, welcher ist vielleicht dein Problemfinger, welcher steht nicht aufrecht genug und behindert vielleicht eine Nachbarseite und wie fest drückst du überhaupt. Und das kannst du dann auch wieder trocken üben. Druck aufbauen, loslassen, Druck aufbauen, loslassen. So, kommen wir auch schon zum dritten sehr wichtigen Tipp für die blutigen Anfänger da draußen. Mach kurze Pausen. Ich sehe das manchmal bei Leuten, die das erste Mal eine Gitarre in der Hand halten. Die haben sich dann hier schön ihren ersten Griff zurechtgelegt und ballern dann wie die Verrückten immer weiter, halten diese Position so nach dem Motto, bloß nicht loslassen und verkrampfen dabei so krass, dass das innerhalb weniger Sekunden oder Minuten total anstrengend ist. Einen Akkord mal greifen, nicht anschlagen, loslassen. Druck aufbauen, loslassen, Druck aufbauen, loslassen, Druck aufbauen. Das ist so ein bisschen wie diese Trockenübung, nur mit einem Akkord erstmal, um ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie fest musst du überhaupt drücken. Das machst du mal dann 10 Mal. Druck aufbauen und wieder weglassen. Druck aufbauen, wegnehmen. 10 Mal. Dann spielst du den Akkord mal an. Alle Saiten einzeln nacheinander. Okay, passt. Und dann lässt du wieder los, machst wieder diese Übung. So, das sorgt zum einen nicht nur dafür mit diesen Tipps, dass deine Finger dann besser wissen, wohin sie gehen müssen, wohin sie wechseln müssen zwischen zwei Akkorden. Du kannst deinen Akkord an sich besser kontrollieren und du kannst den Druck innerhalb deiner Hand kontrollieren. Das heißt, du bist dann dazu auch auf lange Sicht in der Lage, einfach Akkorde länger zu halten und hast dabei nicht so eine große Anstrengung in der Hand. Das sind ganz, ganz wesentliche, wichtige Tipps, die ich eigentlich bei fast jedem Mal am Anfang sehe, beziehungsweise sehe, dass das falsch gemacht wird. Und deswegen da mal wirklich genau drauf achten. Weil ich höre dann häufig einfach, ja, das ist so schwierig, ich kriege diesen Akkordwechsel nicht hin, das ist so anstrengend, das tut in den Fingerkuppen so unglaublich weh. Ey, gib dir Zeit. Gib dir Zeit und bewahr dir deine Lust und deine Motivation dadurch, dass du ein bisschen auf dich aufpasst und ein bisschen darauf aufpasst, was du da genau machst. Und ich würde sogar behaupten, dass das die blutigsten aller Anfänger machen können. Auch wenn du das Gefühl hast, du hast das Gehör nicht dazu, du hörst das gar nicht, du hast keine Erfahrung, trau dir selber da über den Weg. Du hörst ja, irgendwas stimmt hier nicht und versuch dann auf die Reise zu gehen, auf die Forschungsreise zu gehen, woran das liegen könnte. Und mit diesen Tipps möchte ich, mit diesen 3 Tipps möchte ich dir da helfen. Check das genau aus, was du da tust, bevor du es immer komplizierter und komplizierter machst, noch ein Schlagmuster dazu packst. Das kann später kommen, das kann morgen, übermorgen kommen. Du kannst es auch zwischendurch nochmal ausprobieren, aber wenn du ein cooles Schlagmuster hast, du hast ein Problem dabei, die Akkorde zu wechseln, dann üb das Schlagmuster erstmal ohne einen Akkord zu greifen. Dann packst du mal einen Akkord dazu, ohne zu wechseln. Ich denke, du verstehst, was ich meine. Versuch die Sachen, das ist, wie ich beim zweiten Tipp erwähnt habe, wichtig, sich kleine Häppchen zu bauen und
am Anfang sich nicht selbst zu überfordern. Ganz, ganz wichtig. So, ich danke dir, dass du hier zugeschaut hast und möchte dich nochmal bitten, in der Videobeschreibung zu schauen. Da findest du meinen kostenlosen Crashkurs. Das ist ein schöner roter Faden, um in die Welt der Gitarre einzusteigen. Schau da mal vorbei. Wie gesagt, kein Jamba-Spar-Abo oder irgendwas verfolgt dich da. Absolut kostenfrei, ohne irgendwelche Stolperfallen oder sowas. Wir sehen uns im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Ich bin der Hannes. Ciao.